So, herzlich willkommen in der schnellen Küche. Heute zeige ich euch, wie man richtig leckere Tortellonis macht und selbst und schnell gemacht. Alles klar. Leckere Tortellonis macht und selbst und schnell gemacht. Alles klar. So, also ich schneide hier schon mal die Zwiebeln. Ich habe hier ein halbes Kilo Hackfleisch. Und ich habe, ohne Werbung dafür zu machen, ich verdiene ja eh nichts daran, aber mein Schatzi wollte gestern Tortelloni kaufen und die haben nicht dies gehabt, was sie wollten. Sie wollten mit Fleischfüllung kaufen. Und ich weiß, da ist kein Fleisch drin. Also wenn Fleisch drin wäre, dann kann das nicht so lange heben. Also muss Mark oder sowas drin sein, so Marklöschen für Schnittfüllung, also ekelhaftes Zeug. Ja, Schatzi fällt es, weil sie nicht weiß, was drin ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache dann selber, weil Schatzi wollte mit Fleischfüllung haben, Tortellini. Und deswegen habe ich Hackfleisch besorgt, habe mir Nudelteig besorgt. Also wenn ihr eins wisst, ich mache ja meine Sachen alle selber, sogar meine Kinder. Meine Semmel, mein Brot, alles. Aber Nudelteig ist mir einfach zu kompliziert. Ich habe keine Nudelmaschine, aber dieser Nudelteig von denen oder von einer anderen Firma ist auf jeden Fall top. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und ja, jetzt schneide ich erst noch alles fertig. Ich tue da noch Kräuter mit rein, würze das Hackfleisch. Das könnt ihr alles nach eurem Belieben machen. Ihr könnt auch Eier reintun, um die Masse schön weich und geschmeidig machen. Ist perfekt für Tortelloni oder auch Pimeni. Und der Kameramann ist total fixiert hier drauf. Ich bin gar nicht interessant. So, ich bereite alles vor und dann zeige ich euch, wie man das machen kann. Wie man die Füllungen reinbringt und so weiter. Und die Füllung dürft ihr so machen, wie ihr es wollt. Ich habe schon überlegt, mit Schafskäse. Ihr könnt auch Spinat und Schafskäse reintun. Die Entscheidung liegt ganz bei euch. Alles klar. Wir sehen uns dann beim Fertigstellen. So, ich habe jetzt, will ich euch doch zeigen, was ich mache. Ich habe jetzt noch einen Toast rein, zwei Eier, Zwiebeln, Paprika ist schon drin. Ich tue jetzt einen Teelöffel Steinpilzpulver innen rein. Das gibt noch dieses gewisse Etwas. Ich tue dann noch Safranfäden mit rein. Das gibt auch noch ein bisschen das gewisse Etwas. Da könntest du ruhig auch ein bisschen mehr reintun. Und ich tue bunten Pfeffer und Kräuter rein. Momentan im Winter habe ich ja nichts anderes, aber ich tue dann achtfach die Kräuter rein. Die kriegst du überall zum Kaufen. Ich liebe es, einfach mit Kräuter zu arbeiten. Jetzt im Winter habe ich keine Chance und daheim mag ich das nicht. Ich möchte, dass die draußen sind. Okay. Jetzt, also ich habe hier zwei Formen. Die eine Form, die habt ihr, kennt ihr von meinem Video, wo man die, wie heißt das jetzt? Raviolis, genau. Raviolis gemacht hat. Im Kopf, aber ich kann es nicht, schaut mal auf meine Zunge, da steht's. Also das ist die für Ravioli, das ist die große, dass ihr schöne Raviolis machen könnt. Das hier ist die für Tortellini, für Tortelloni, für Pimeni. Okay, und ihr stecht dann damit aus, macht so einen Ausstecher, ja, geht noch nicht ganz. Ihr könnt es aber auch mit dem Glas machen und dann habt ihr diese Form. Ihr könnt jetzt das da reinlegen, das ist genau die Größe, könnt da mit einem Teelöffel eine kleine Füllung machen. Das ist wichtig. Jetzt ist wichtig, ihr tut den Rand außen anfeuchten, dass das miteinander verklebt, dass das auch hebt dann, wenn man das zusammen macht. Und dann tut ihr die Füllung reindrücken. Oh, jetzt bleibt drin. So, und dann zusammenquetschen. Und dann habt ihr die Form. Und dann tut ihr es hinten zusammenführen. So, und dann habt ihr schon die erste fertig. Und so machen wir jetzt alle fertig und dann sehen wir uns, wenn wir sie ins Wasserbad schmeißen. Alles klar. So, jetzt sind natürlich hier noch viel Teig über und ich werde aber auch aus den Teigresten werde ich natürlich auch so kleine Täschchen machen. So viel haben wir schon mittlerweile fertig. Ja, gucken wir mal. So, das ist jetzt der ganze Rest. Das ist alles an Tortelloni rausgekommen. Das ist alles, was ich aus den Resten gemacht habe. Das kann man schön in Butter anschmelzen. Und das ist das Einzige, was an Teig übergeblieben ist. So, jetzt habt ihr gesehen, was man alles macht, was man aus der Reste noch machen kann. Da kann man so kleine Täschchen machen. Ich tue jetzt hier in die Pfanne
Butter erstmal rein. Wenn die Butter geschmolzen ist, dann tue ich, hier habe ich, ihr seht das, das sind meine Eisherzen, die habe ich euch schon mal gezeigt gehabt. Zwei davon sind vom Wildschwein, vom abgekochten von der Knochen, und zwei sind vom Rind. Das soll, wie Brühe ist das praktisch, ich habe das ja vorgekocht und die machen dann noch einen Geschmack mit rein. Ich tue jetzt warten, bis die Butter geschmolzen ist, dann tun wir weiter zeigen. So, hinten schmilzt jetzt die Butter, seht ihr? Dann tue ich jetzt die Eiswürfel mit rein. Die sollen dann gleich den Sud mit ergeben. Ich habe vorne jetzt noch eine Pfanne an für meine Räschle. Die, was ich aus dem Restteig gemacht habe. Da ist Butter und Öl gemischt. Die sollen dann schön da drin schwenken. Jetzt tun wir hinten kurz noch warten. Da brauchen wir nämlich dann auch ein Salz für hinten. So, dann tun wir das mit Wasser aufgießen. Dann tun wir hier gleich mal ein bisschen Kräutersalz mit rein. Das wird als Grundlage für unsere Soße schon mal. Dann warten wir jetzt kurz noch. Ihr könnt auch normales Salz nehmen. Ihr wisst ja, ich benutze am liebsten Kräutersalz. Und jetzt geben wir dann die Tortellini, Pelmeni, Tortelloni, was auch immer ihr, wie ihr sie nennen wollt, oder Fleischtaschen. Wir geben da jetzt alle rein, dass die da in dem Wassersud vor sich hin kochen und nicht in einem Kochteig, in einem Kochwasser wie Nudeln oder so praktisch da drin aufgehen können, sondern hier können die vor sich hin, und ich habe gleich das von den Nudeln und das vom Fleisch mit in der Soße mit drinne, weil die kommen nachher nicht da wieder raus, und dann machen wir schnell die Soße ran mit Sahne und mit Schinken und mit Champignons, aber erst müssen die alle durch sein. So, hoffen wir, dass wir alle reinkriegen. Sieht aber gut aus. Jetzt, komm, eine noch. Gut, und dann tun wir da den Deckel drauf. Und dann lassen wir das hier schön köcheln. Da können wir jetzt dann runterschalten auf 6. Ihr hört schon, das Wasser kocht, oder besser auf 5 bei meinem Herd. Also das müsst ihr bei euch selber entscheiden, wie es noch richtig ist, ohne dass es verkocht oder verbrennt. So, jetzt haben wir hier vorne gleich die Butter mit dem Öl warm. Da tun wir jetzt die anderen Taschen rein, die, was ich hergerichtet habe. Und dann tun wir da auch den Deckel drauf, dass die schön durchziehen können. Das könnt ihr zum Beispiel dann mit einer braunen Soße machen. Okay, also ich tue mal alles rein und wir sehen uns dann nachher, wenn ich die so... So, also ich habe jetzt die schon mal angebraten, die sind jetzt auch, habe ich gerade alle umgedreht, ich tue jetzt da ein bisschen Salz drauf. Ich habe sie jetzt auch bloß noch auf 4 gestellt, damit sie nicht verbrennen. Und ich brauche ja eben Soße für hinten, einmal kurz durchschütteln. Sahne für hinten, dann tut sie jetzt da ein bisschen mit Sahne aufgießen. Tut sie alles schön in die Soße rein. Und Deckel drauf, und dann tun wir da noch mal runterschalten auf 3, dass die da schön vor sich hingaren können. So, also das haben wir jetzt fertig. Ihr seht, die Sahne ist schön mit den Nudeln verstrickt. Die haben das schön aufgesaugt. Wir tun jetzt ein paar Kräuter oben noch drauf und ich tue noch geriebenen Käse oben drauf. Und dann wäre das eine feine Vorspeise, die ihr euren Gästen praktisch servieren könnt. Einfach nochmal den Deckel drauf tun und nochmal nachziehen lassen, dass der Käse schön schmilzt und die Kräuter sich damit verbinden, auch mit der Soße. Und dann könnt ihr das servieren. Dann schauen wir mal hinten rein. Hinten sieht es gut aus. Ihr seht, wir tun jetzt das erstmal da raus, weil ich will ja jetzt dann eine Soße machen daraus, aus dem, wo die drin gekocht haben. Schaut euch das an. Sieht das lecker aus? Ja. Das ist doch mal der Hammer. Schatzi, legt sich schon die ganze Zeit mit mir. Will essen, essen, essen. Ja. Boah, schaut euch das an. Also bei den Russen ist es so, mit den Pelmenis, ihr könntet die eigentlich jetzt schon nehmen. Ich weiß, die essen es dann entweder nur mit Butter oder mit Schmand, mit Maggi obendrauf. Dann wäre das jetzt schon fertig. So, wir wollen aber daraus Tortellini machen, Tortelloni. Wir tun jetzt hier erstmal nochmal hochschalten, dass das bis auf die 9 hochgeht.
dass das richtig schön köchelt. Wir tun jetzt da dann den Schinken reinschmeißen. Und dann tun wir hier die Pilze reinschmeißen. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen. Ich hatte jetzt bloß Dosenpilze daheim. Manchmal muss man einfach mit dem arbeiten, was man hat. Smiley darf natürlich nicht fehlen. Ich habe mir ja selber welche gemacht, jetzt vor Weihnachten noch. Für Schatzi welche gemacht, nicht für mich. Schatzi wollte neue, aber ich habe noch kein Smiley-Gesicht in die reingemacht. So, oh, sagt sie ja. Dann haben wir, tun wir hier die restlichen Kräuter noch rein. Ihr seht ja, ihr wisst es ja, wer meinen Kanal kennt, der weiß, ich arbeite unglaublich gerne mit Kräuter. Am liebsten natürlich im Sommer, wo ich sie frisch selber habe. Und das kurz anköcheln lassen, da ist ja Butter mit drin. Ihr braucht jetzt da keine Mehlschwitze machen, sondern wir machen das heute ein bisschen anders. Wir lassen das jetzt erst ankochen. So, also ich habe hier Riesenbovis-Pulver, den habe ich selber gesammelt. Der kommt bei mir für helle Soßen mit rein. Ich tue hier dann noch ein bisschen Steinpilzpulver mit rein. Habt ihr ja schon gesehen, im Fleisch habe ich das schon mit rein. Das soll einfach diesen pilzigen Geschmack noch unterstützen. Dann kommt bunter Pfeffer mit rein. Tut ihr so viel rein, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Chilis reintun, ganz wie euer Geschmack ist. Ich tue noch mal ein bisschen Salz oben drauf, dass es da schön miteinander verköchelt. Ihr seht schon, jetzt zieht es schon alles langsam an. Alleine schon durchs Pilzpulver dickt es schon an. Jetzt tun wir einfach noch die Sahne rein. Das war jetzt circa 250 Milliliter, den Rest habe ich ja bei dem anderen rein, das haben die Nudeln schon aufgesaugt. So, jetzt kurz anköcheln lassen. So, dann tue ich noch ein paar italienische Kräuter, getrocknete, oben rein. Lass das noch ein bisschen mit anziehen. Und jetzt schalten wir gleich runter. Ich habe hier noch den geriebenen Käse, den tue ich hier jetzt aber in die Soße rein, dass es so eine feine Käsesoße gibt. Und zwar, wenn ich schon runtergeschalten habe, dass dann hinterher das nicht mehr so arg aufkocht. Welchen Käse ihr nehmt, ist egal. Ihr könnt einen guten Bergkäse nehmen, einen Appenzeller. Ihr könnt auch ein Parmesan nehmen. Was euer Herz beliebt, oder Emmentaler, den Käse, wo ihr am liebsten mögt, oder ihr könnt auch einen milden nehmen, einen rahmigen Käse. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn ihr Pilzpulver wollt, es gibt wo ihr das kaufen könnt. Ihr könnt auch getrocknete Pilze kaufen und die selber zermahlen und daraus Pilzpulver machen. Vielleicht habt ihr auch befreundete Pilzsammler, die wo euch das geben können. Für helle Soßen optimal der Riesenbovist oder auch kleine Bovisten einfach mahlen, super Pilz, getrocknet natürlich. Steinpilze, super für jede Rahm- und Pilzsoße, für dunkle Soßen perfekt, habe ich Pilz für dunkle Soßen. Ihr kriegt die leckerste Bratensoße und vegan. Und ansonsten einfach mal nachfragen, wo ihr es kriegen könnt. Ihr könnt aber auch andere Sachen nehmen. Also ihr könnt auch euer übliches Bratensoßenpulver nehmen oder Rahmsoßenpulver, was ihr habt, ist genauso möglich. So, jetzt dickt die Soße schon fertig nach. Schaut, und jetzt tun wir unsere Tortelloni wieder reinschmeißen, dass die noch am Schluss schön mit der Soße, mit der Käsesoße, der Sahnesoße richtig schön sich vermehlen. Das finde ich schön. So. Dann tun wir den Deckel drauf. Wir schalten jetzt noch mal runter auf 3. Ich hatte gerade noch 6. Also 3. Nein, also nicht ich hatte jetzt 6, sondern der Herd stand auf 6. Ah, meine Frau findet das lustig. Wie, du hattest 6? Ich war nicht dabei. Ja, kommt vor, ne? Nein, Satzi. Okay, also Vorspeise fertig. Hauptgang ist auch gleich fertig. Gut, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich auch den Nudelteig selber machen. Ich weiß, von vielen Russen, die machen ihren Nudelteig selber, machen ihre Pelmeni selber.
Habe ich auch schon gemacht, aber ich wollte heute nicht. Und Schatzi wollte unbedingt Tortellini, also schnell Nudelteig. Heute ist Feiertag. Ihr sollt am Feiertag nicht arbeiten, oder wie war das? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine tolle Inspiration. Und lasst mir euer Feedback, euer Abo da. Und ich wünsche euch was.